Alles trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Hallo und herzlich willkommen bei Salis trifft. Mein heutiger Gast ist ein Phänomen. Er ist eine lebende Legende. Er ist der Kult-Multimillionär schlechthin vom Land. Er ist ein Thurgauer von Weltformat. Und seine Firma Tausi Leutenegger AG schreibt seit über 50 Jahren schwarze Zahlen. Und zwar, man höre und staune, pro Jahr 100 Millionen Schweizer Franken Umsatz. Und heute beschäftigt die Firma auch über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er versteht das Business vom Unternehmertum wie kein Zweiter im Land. Das belegen die Facts und Zahlen. Demnächst wird der vielseitigste und dynamischste Multimillionär vom Land, übrigens 80, aber das sieht man ihm überhaupt nicht an. Er ist aktiv wie eh und je und chattet von Gran Canaria auf Genf zurück auf Freienbach und ist wirklich immer on the road. Er ist Viererbob Olympiasieger, Ex-Skilehrer, Ex-Schauspieler, was ist er noch? Ringer, Radfahrer, Radballer. Und heute ist er bei mir, bis alles trifft und ich freue mich riesig, bist du da. Willkommen, Hausi Leutenegger. Freut mich sehr, dass ich darf unter uns heute und sind hier am Zürichsee. Und also eines muss ich sagen, also Radballer bin ich nicht, nein. Ich bin eigentlich schon ganz drunter im Bobfahrer, aber Radballer bin ich nicht, nein. Du bist ja so viele Sachen gewesen, jetzt, wie machst du das? Du siehst so gut aus. Was machst du am Morgen? Wie startet der Haus in Leutenegger in einen neuen Tag? Schau mal, ist es so. Ich wohne an Paraten. Und für mich ist der Sport immer sehr wichtig gewesen. Heute habe ich wieder Zeit, am Morgen etwas zu machen. Nicht gerade die Firma denke ich, jeden Morgen. Ich mache jeden Morgen, wenn ich aufstehe, etwa 20, 30 Liegestütze. Und dann suche ich Beine. Und dann gehe ich in die Sauna rein oder mache einfach irgendwie etwas. Und jetzt im Haus ausgegangen, sage ich zu mir, schaue ich in den Spiegel rein, ich bin der Schönste und ich bin der Beste. Und ist der Tag gelaufen. Und wenn ich die Nachbeugung sehe, sage ich, Elisabeth, du siehst ganz gut aus, ist ihr Tag anders gelaufen. Auch wenn es nicht stimmt. Sich selber rühmen, sich am Morgen früh rühmen und sagen, ich mache alles recht, ich bin zufrieden, ich bin gesund und bin zu Weg. Kann man auch sagen, ist das eine Art Erfolgsrezept von dir oder Lebensmotto? Schau mal, wenn man so viel erlebt hat wie ich und so viel gemacht hat und so viele Niederschläge hat im Leben, die Leute glauben dann nicht, ich habe nur alles Schöne gehabt, das stimmt nicht. Ich habe eine Firma aufgebaut, über 1000 Leute, ohne Bank. Ich habe nie einen Bankkredit gehabt. Ich habe auf den Baustellen Leute, die dort verunglückt sind. Haben mir die Mütter oder der Brut oder der Frau gesagt, ihr Mann kommt nicht mehr heim, er ist tot. Ich habe sehr schwere Zeiten auch gehabt. Aber ich habe einfach immer alles positiv angeschaut. Und wenn man das Glück hat, wie ich, so in kurzen Jahren so ein riesiges Vermögen zu machen. Und ich habe niemandem müssen wehtun zum Vermögen. Ich bin einfach der Erste gewesen, der das System eingeführt hat. Ich habe es im Ausland gesehen. Und ich bin stolz auf das, dass ich das gemacht habe und so viel Erfolg habe. Und eins muss man einfach sagen, in der Schweiz weiss jeder, dass der Hausi Leutenegger nie geizig war. Ich bin immer sehr grosszügig. Ich kann nicht allen Geld geben, die von mir Geld wollen. Das geht nicht mehr. Aber ich habe sehr, sehr viel gegeben. Und das Geben ist zähliger als Nehmen. Und bei mir ist es retourkommen. Stimmt das, dass du mit Mäusschwänz dein allererstes Geld verdient hast? Das ist eine wunderbare Geschichte. Also, wir waren ja 8 Kinder. Wir hatten ein kleines Bauerngewerbe. Ich bin auf 5. Stelle gekommen. Und ich war ein guter Mauser. Man hat für eine Feldmaus, die man gefangen hat, mal, hat man 30 Grappen bekommen. Das ist so viel Geld, nicht 20 Grappen. Und dann habe ich natürlich schnell gemerkt, dass eine Maus einen langen Schwanz hat. Habe ich 3 draus gemacht und habe schön gedreht, dann ist das Herz gerade. Nein, also, ich habe mein Geld verdient mit den Mäusen, ist ganz klar, und mit dem Schneckensuchen. Du hast genug verdient, aber auch sehr viel verschenkt, oder? Millionen auch verschenkt. Kürzlich hast du erzählt, dass die Raiffeisenbank dank dir gross geworden ist. Ich habe mein Geschäftskonto auch bei dieser Bank. Was kann man darunter verstehen? Als Raiffeisenbank dank dir groß. Ich würde das genau so sagen. Raiffeisenbank Pichensee war ein Bänkli mit einem Bankverwalter und einem Lehrmeister.
Und dann habe ich die Firma gegründet und dann ist es so gegangen. Es ist nicht so aufgegangen, es ist so obsi gegangen. Und ich habe mit sieben Geigen, mit Steinen, ich habe grosse Kunden bekommen und sie haben mich gebraucht. Sie ist schon Neuenburg, es ist ein grosser Kunde, sie brünnet Neuenburg oben. Und dann ist natürlich das Geld gekommen, das ist unfassbar gewesen, dass so schnell so viel Geld kommt. Und die Raiffeisenbank Bichensee, ist eine Bank gross geworden, wegen mir. Heute ist ja in Tumpertal gross gebaut worden. Aber Bichensee, Raiffeisenbank Bichensee, habe ich zu einer Grossbank gemacht. Sie haben mir Leute einstellen, weil die ganze Geschäftskonto von meiner Firma gehen heute noch über die Raiffeisenbank Tumpertal. Nicht mehr Bichensee ist ja zugegangen, Tumpertal. Bei der Raiffeisenbank beschäftige ich 55 Jahre. Sie haben mir niemals einen Kredit gegeben. Ich hätte ja keinen Kredit bekommen früher. Früher hat es keinen Kredit gegeben. Früher hat es nicht gegeben. Aber ich bin kein Glück gehabt, dass ich so schnell so ein Vermögen verdient habe und mit den besten Kunden kann ich geschäften. Als Unternehmer hast du ja Millionen verdient. Angefangen hat deine Karriere aber in einem Puff in Holland, habe ich gelesen. Stimmt das? Das stimmt. Das so wo du von Bühler aus Nein, das war so. Mich hat die Firma Sulzer mit 20 Jahren Game geschickt. Sulzer hat gemerkt, dass ich ein schlauer bin und wollte mich schulen. Aber Schule war nicht mein Jahr. Ich konnte gut rechnen. Das ist das Einzige, was ich konnte. Und als ich auf Genf gekommen bin, habe ich das Leben natürlich. Ich hatte ein Jahr in Genf Französisch lehren und die Firma Sulzer Reto, der Herr Dr. Ehrensberger. Das ist mein Vater, das war nicht mein Vormund, er hatte kein Kind gehabt. Der hat mich fördern. Und in Genf habe ich natürlich gemerkt, wenn man vom Land, damals schon vom Thurgau auf Genf eine Weltreise gsi. Und dann habe ich ein anderes Leben gesehen. Und dann, als ich jetzt retour nach Winterthur, bin ich dann auf Lechenalden als Schleifskilehrer, ein halbes Jahr. Und bin von dort aus, dann habe ich einen Vertreter gemacht, dort bin ich schon verkauft, der Frau aus Zürich. Und bin dann für die Firma Bühler Utzwil als Monteur nach Holland, nach Leeuwarden. Das war zum Beispiel in Friesland. Wir waren 5 Schweizer Monteure gewesen. Und die ganzen Schönheiten vom Städtli sind unter uns 5 her gewesen. Wir waren 4-5 Schweizer gewesen. Und das war gerade 19 Jahre nach dem Krieg gewesen. Und natürlich, da haben wir das Leben, dann ist das Leben entdeckt. Daheim sind wir verklemmt aufgewachsen. Aber da war es natürlich so gewesen, dass ich jeden anderen Tag eine andere Freundin hatte. Und die waren natürlich offen gewesen. Und natürlich haben mich die Hotelier rausgeholt, weil ich alle Woche neue Butter hatte. Und dann habe ich in der Pension gewohnt. Und habe erst gemerkt, dass die Pension nicht so ein Puff ist. Ein Privatpuff. Aber mir hat es gefallen dort drin. Ich habe es wunderschön gehabt. Ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe es geschafft. Und habe dann diesen Luxus, Mütterli dürfen, Sauten, die haben alle Sportwagen gehabt. Emtschi, Austin, Hilli. Ich durfte denen am Abend ein Auto waschen lassen und umeinander fahren. Nein, habe ich nicht im Puff, ich habe nicht Geld verdient. Puff, ich habe ihnen einfach gewohnt, zufällig. Aber ich habe sehr viele gelernt dort und sehr viel gesehen. Was gibst du einem jungen Unternehmer in der heutigen Zeit wie mir auf den Weg mit? Ich lege immer das Gleiche ein. Wenn du Unternehmer werden willst, kannst du einen Partner haben, aber nicht zwei. Am besten ist es so, wenn man es alleine macht. Zwei geht noch, aber drei sind einer zu viel. Darum, du musst dich beraten lassen, aber du musst den normalen Menschenverstand musst du einschalten. Und wichtig ist immer wieder Menschenkenntnis. Menschenkenntnis hat mich sehr viel geholfen. Weil ich die Leute sofort eingeschätzt konnte. Ich habe es gelernt im Ausland. Ich war nachher in Jamaika, als junger Bursch von der holländischen Firma. Ich habe sofort gemerkt, wer kann mir helfen? Du musst sofort merken, wer nützt dir und wer nützt dir nicht. Was hat dich denn angetrieben, den Weg zu gehen als Unternehmer? Das ist so, ich hatte keine andere Wahl gehabt. Ich bin zu Sulzer in Reto gegangen. Sulzer hat mich nachher nicht mehr wollen. Ich bin für die Bühler in Holland gewesen. Und nachher bin ich für einen holländischen Konzern, die hat mich viermal nach Jamaika geschickt. Das war mal noch eine Mondreise gewesen. Eine Mondreise. Jamaika ist hier in Montego, weil ich Roger Rios war. Und ich hatte eine Freundin in Genf. Ich hatte ein paar Freundinnen gehabt. Ich habe in Holland ein bisschen gelernt, mit den Frauen umzugehen. Aber dann hat sie mir geschrieben, es war eine ganz feine, nette Telefonistin von der Post. Ich war Spielon, deutsch und französisch, und hat sie mir geschrieben, bist du nicht Ende Jahr nach Hause, schreib mir nie mehr. Und dann habe ich mir überlegt,
bin 25 geworden, 24, ich habe 25, denke, was mache ich jetzt? Eine flotte Frau, ich habe sie im Turnen kennengelernt, ich bin Nationalturner, Kranzturner gewesen, ich war Ehrendame im Turnfest, eine flotte Person. Und meine Eltern haben auch gestürmt daheim und gesagt, wir sind 8 Kinder gewesen. Alle sind daheim geblieben, im Turgau oben. Und der fünfte Schildturm und die Welt rum. Und meine Mutter und meine Eltern haben die Rosenkranz gebettet. Flutter Angst, ich komme nicht mehr heim. Ich habe viele Unfälle gehabt, Militär auch natürlich. Die haben gesagt, es ist einfach, wieso schlägt der schon zu Art aus? Die anderen hocken alle daheim, hinter dem Ofen, mit dem Vater Jasse. Und der andere, der auf fünfte Stelle kommt, kommt um die Welt rum. Das war nicht einfach für meine Eltern, das zu verstehen. Und für meine Brüder auch nicht. Die haben gesagt, du bist einer der besten Nationalturner in der Schweiz. Hockst im Ausland. Du musst wieder anfangen, Sport zu treiben. Und das war ja der Grund, der Sport hat mich heimgezogen. Hat keine Existenz mehr gehabt. Die Firma Bühler hat mich nicht mehr wollen. Und in Holland, das holländische Konzern hat mich auch, ich hätte dort bleiben können. Dann habe ich eine Firma gegründet. Und ich habe genau das gemacht, was ich im Ausland gesehen habe. Ich habe mich als Spezialist vermietet, ich habe viel können, habe einen Kollegen mitgenommen und jede Woche zweimal, das ist wie ein Schneeball. Ich bin genau in das reingekommen, ich habe zwischen Neuenburg, hatte den ersten Auftrag gehabt. Alle Woche ist der Boss gekommen und gesagt, Leute, nicht gehen, nur zwei wie sie sind. Ich habe kein Problem, ich hatte einen Haufen Turnkollegen, die sind alle auf Neuenburg gekommen. Und dann ist einfach wie ein Schneeball und das Geld ist gekommen. Die haben mich so verzeiht von lauter Angst, ich höre, ich lebe mit Leuten retour. Und dann habe ich natürlich ganz eine riesige Schicht bekommen. Sie haben das Werk Stein, ich konnte das bauen, die ganze Maschinenrevision machen, die ganze Neubau machen. Ich habe einfach dann Geld verdient wie Heu. Ich habe genau 5 Jahre ist es gegangen, bin ich Millionär gewesen. Wir haben 5 Firmen zum Millionär gemacht. Das ist Zürcher Neuburg, dann haben wir Stein, Zieber Geige, 7 Monate und Firestone Bartle. Die 5 Firmen haben mich in 5 Jahren zum Millionär gemacht. Letztes Mal, als wir uns gesehen haben, hast du gesagt, das Glück muss man jagen. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Was heisst das? Schau mal, jeder Mensch hat Glück. Aber das Glück wartet manchmal sehr lang. Ich hatte so viel Pech als junger Bursch. Meine Karriere war Militärinstruktor. In Lausanne bin ich Grenadier. Ich bin verkarrt worden in einer Nachtübung von einem Privatdörffahrer. Zwei waren tot, ich habe überlebt. Alles gebrochen gehabt. Ich habe Stachstrom verwünscht. Ich habe alles gehabt. Man kann so viel Pech haben. Und natürlich habe ich viele Unfälle durch den Sport. Ich habe mich nie operiert, dann habe ich nicht. Ich habe auch noch Operationen gehabt. Man muss einfach nicht aufgeben. Man muss sich einfach alter sagen, wenn man aufsteht. Ich bin ein geiler Typ, wie gehört die Welt. Du musst dich selber rühmen. Wenn dich kein Mensch rühmt, rühm dich selber. Und dann rühmen dich die anderen dann auch irgendwann? Automatisch durch das Glück jagen. Das Glück sagt so, der rühmt sich von morgen früh bis abends. Jetzt müssen wir ihm doch eine Chance geben. Was sind deine wichtigsten Learnings als Unternehmer? Was weißt du, wo du am meisten daraus gelernt hast für dich oder für dein Leben? Du musst einfach wissen, du musst immer auf deinen Verstand hören. Und du darfst nicht selbstsüchtig gefragt Meinungen fragen. Das hat eine andere Meinung. Du musst dich an eine Person, an zwei Personen wenden und die fragen. Du darfst nicht überall fragen, du, was meinst du? Und dann musst du den ganzen Menschenverstand selber schalten lassen. Sagen, jawohl, es ist so. Man darf sich nicht reinreden lassen zu viel. Man kann sich ein bisschen beraten lassen. Es hat viele Leute, oder wenn es dir gut geht. Ist genau so. Wenn es dir gut geht, dann stehen 100 Leute um dich herum. Das ist leicht, du gehst wieder auf die Leiter rauf. Und alle rufen, rauf. Und 100 heben die Leiter rauf, kannst du gehen. Die ersten Windstöße sind 50 Zentimeter rum. Und der zweite Windstoß, wenn es dir schlecht geht, ist keiner mehr um den Käse nicht mehr. Man darf immer beobachten, dass man zu viele Leute hören. Es gibt nur eine bis zwei, drei. Und die musst du selber auskristallisieren. Du musst einfach, Menschenkenntnis ist nicht ehrbar. Aber man muss sich eine Menschenkenntnis anschaffen. Und das ist wichtig. Das machen. Der erste Gedanke ist meistens der beste.
Erzähl mal, Hausi, was für Ämter hast du in deinem Leben? Was hast du gelesen? Olma-König bist du, Most-König bist du. Schau mal. Welches war das schönste Amt und warum? Schau mal, ist so. Ich habe keine Ämter, ich habe keine Politik drin, ich habe keine Zeit gehabt. Aber natürlich, ich bin Film, ich habe gefilmt, natürlich Filme, ich habe nachher gedreht, ich habe kleine Rollen, Guckusrollen gedreht, aber ich habe grosse Filme gedreht, wie Kommando Lepa, Commander, Heul der Wölfe, Krecks und die. Aber ich habe natürlich immer Einladungen gehabt. Also die beste Einladung war, ich bin auch nicht filmstark, ich war Popolimpiasieger, da haben wir am Wallis in der Misswahl, Walliser Misswahl gewesen. Die haben die falsch gewählt. Aber es sind schöne Frauen gewesen. Ja, es sind alle schön gewesen. Aber wir haben die falsch gewählt. Du hast Zuschauer Tomaten auf die Bühne gerührt. Nein, ich habe natürlich unheimlich, ich bin der Moschkönig vom Thurgau. Ich bin der Referent von der Olma. Ich durfte natürlich wunderschöne Geschichten dürfen machen. Aber ich habe es immer ausgelesen. Aber ich habe immer das gemacht, weil ich auch für mich den Arbeiter gegenüber verantworten konnte. Ich konnte nicht Lobby machen, das geht nicht. Ich durfte nur Sachen annehmen, wo ich meine Firma präsentieren konnte. Ich durfte mich nicht lächerlich verkaufen. Das gibt es nicht. Wenn du Verantwortung hast für 1000 Leute, wir haben bis 400 Leute früher im Ausland, dann bist du verantwortlich. Wenn der Boss als Halbschuh gilt, schafft keiner mehr für dich. Die Leute haben für mich geschafft, gern geschafft. Ich bin nicht. Korrekt, gut bezahlt und sie sind stolz, heute noch stolz. Mein Generaldirektor Urs Vögele, das führt meine Firma seit 12 Jahren, das ist oberste Militär, ganz geschieden Mann. Das ist heute noch stolz, dass er darf für das Haus arbeiten, nach 12 Jahren. Nein, die Leute müssen stolz sein für den Chef. Und natürlich, ich habe natürlich auch viel Glück, wenn der Kommando Leopard, das ist im Philips, die ganze Welt geschaut hat, der Commander, auch die ganze Welt. Ich war auf einem Plakat auf der Welt. Ich bin in München ausgestiegen, im Flughafen, der Kommando kommt, der Kommando kommt. Natürlich, der ganze Ruhm hat meine Leute auch gut getan. Welcher Schweizer ist denn berühmter als du? Keiner. Nein, also, ich muss so sagen, ich darf mich nie mit dem Federer vergleichen. Der Federer ist ein Weltstar. Der Federer ist ein Weltstar, absolut. Das ist ein anderer, aber nur der Federer kommt nicht so nahe, die Leute alle wie ich. Der Federer lebt in einer anderen Welt. Aber es gibt eine Menge, die so in der Schweizer Status haben wie ich. Es hat ein paar Rumme, ich will keinen nehmen, wenn ich jetzt einen erwähne, ist der andere versüchtig, weil ich ihn erwähnt habe. Es hat ein paar Rumme, die immer auch in der Vorderseite stehen. Aber nein, also ich muss sagen, es gibt in der Schweiz keinen, wie Sie auch wissen, der Schweizer weiss normal, der Haus ist zwar sehr reich, aber ich bin mit jedem Mann nicht auf der Autobahn, wo ich bin immer nicht mit den Leuten. Und das ist wichtig. Nicht sein kostet nichts. Ich darf hier wunderbare Sachen erleben. Ich fahre im Dezember letztes Jahr, ich fahre bei dir ohne Chauffeur vom Genfersee auf Hol, auf Feierbach und nachher Wiel retour. Auf Wielhofen, ich wohne ja überall. Dann fahre ich nach Birchimürgsin, nach Wedenswil, fahre ich um gelben Streifen und telefonieren. Da überholt mich die Polizei zu Abend um 7 Uhr. Das ist auch schön. Und dann haben sie rausgeholt, das ist ganz klar. Die haben mich gesehen, telefonieren. Und dann, ich sage nicht, wie sie das gesehen. Und dann haben sie die rausgenommen. Parkplatz in Wedenswil. Dann habe ich gewartet, mal drin, sind zwei gekommen, ein Jünger und ein Älter. Dann haben sie gesagt, hau sie Leute nicht. Und ich sage, ja. Ja, das ist aber schon schön, dass wir sie noch sehen, heute Abend um 7 Uhr. Was machen sie? Ich muss meinen Wohnsitz kontrollieren auf Feierbach, aber Steueramt kontrollieren. Nachher habe ich gesagt, was habe ich denn falsch gemacht, meine Herren? Ich habe gesagt, sie sind gefahren am gelben Streifen. Sie haben telefoniert, 100 Franken gelben Streifen, 100 Franken Telefon. Aber Sonntagabend, 7 Uhr kostet nichts mehr. Ich habe gesagt, darf ich euch zwei Herren zum Kaffee laden? Gerne. Kaffee rein, alle Leute haben sich geschaut. Dann ist die Junge auf die Toilette gegangen. Dann sagt man, sein Chef dabei war, ist älter, sie haben 50 Jahre und gesagt, sie, Herr Lüdenegger, sie haben meinem Arbeitskollegen die grösste Freude gemacht. Das ist ihren grösster Fan. Der muss Selfie machen. Das sind natürlich Sachen, die ich auch geniesse. Weil ich alle wissen, dass ich die Polizei sehr gut einstelle. Ich bin ja der Polizeisponsor von Genf immer gewesen. Ich zahle heute das Polizeirennen zahlen in Genf. Die Polizisten haben mich auch sehr immer geschützt. Sie haben mich auch gern gehabt.
Gleich, heute weiss ich auch, darf ich keinen Tropfen Alkohol mehr trinken, das ist ganz klar, ich mache keinen Fehler mehr. Aber früher in Genf wohnen, hat es mir immer geschön, sie merkt, dass der Hause der Wild tut in einer Bar, in der Polizei kommt nach Hause, Schlüssel abgeben, habe mich heimgefahren. Nein, ich habe natürlich viel, viel durch das, meine Art, habe ich vielen Leuten, haben mir auch geholfen. Bist du dann schon mal im Gefängnis gewesen? Ich habe 5 Tage gearbeitet, kein Militär, 5 Tage gearbeitet, viel Verweigerung gemacht, knapp verdienen, viel zu schaffen gehabt. Und dann bin ich in Holland einen Tag Untersuchungshaft wegen Raubmord bis er nicht gesehen. Du bist nichts, nein. Haus- also mein Leumundzeugnis ist immer noch wunderschön, schwarz, nie etwas gehabt, nichts. 2 Monate Erfahrungsweise weg, vor 50 Jahren, schnell gefahren bin, das war alles gewesen. Jetzt zu einem ganz anderen Thema, Frauen. Du hast immer wieder mit Frauen zu tun, hast sehr viele hübsche Frauen kennengelernt. Ja, gut, okay. Wie war am Hause sein erstes Mal? Nicht mehr. Nein, der Klaus. Früher hat man schwanger gehabt, es wäre ja eine schwanger, wenn man ein Jahr geschaut hat. Nein, so. Das ist, das ist eher, also richtiger Sex ist erst passiert, mal in Genf und zufällig, mit 20. Und in Holland habe ich aber alles nachgeholt. In Holland habe ich alles noch. In Holland habe ich alles nachgeholt. Ich war erledigt. Du hast ja überall Häuser auf der ganzen Welt. Die ganze Welt nicht, aber ein paar Orte, ja. Was sagst du zu deinem ökologischen Fußabdruck? Du musst ja fliegen, die ganze Zeit. Ja gut, also die Umlandschätter ist vorbei bei mir jetzt. Ich bin um die ganze Welt rübergeflogen, kreuz und quer. Ich habe den Rang zum Reisen, ich habe geschäftlich reisen, ich musste Filmerei reisen, ich habe immerhin 3 Filme auf die Philippinen dreht. Ich bin Olympiasieger geworden in Japan, in Sapporo. Ich bin Bob gefahren in Amerika. Ich meine, ich bin geschäftlich, sportlich und beruflich um die Welt geflogen. Heute ist die Fliegerei bei mir vorbei. Weil ich fliege auf die Kanarischen Inseln. Ich bin kein Reisekönig mehr. Ich bin am liebsten daheim. Wenn man gegen die 80 geht, ist man, glaube ich, am liebsten im eigenen Bett rein. Und natürlich, ich meine, das ist jedem seine persönliche Sache, was er denkt. Was sagst du denn zu der Greta? Also die Greta, ich will nicht mehr viel sagen die Greta, aber ein 16-jähriges Mädchen, die nichts geleistet hat, so wie sie tut. Sie hat sicher nicht Unrecht, aber sie ist nicht allein, die das macht. Die ist von hinten her geschoben und ich habe nur gehört erzählen, sie findet ihr Geld wie heute. Also Greta hier oder her, über die Greta möchte ich gerne diskutieren. Dann kommen wir lieber wieder zu den Leuten, die schon mehr geleistet haben, so wie ja. Du. Du hast sehr viele prominente Leute kennengelernt jetzt in den letzten Jahren. Und also einige mehr als ich natürlich. Da gibt es sicher spannende Geschichten. Gibt es irgendeine Geschichte zu jemandem, wo du da besonders in Erinnerung hast? Weißt du, wo da gerade so oberst irgendwie aufploppt? Ich habe natürlich so viele Geschichten erlebt. Mit dem Rolf Knisch, ein enger Freund von mir. Der Rolf Knie ist ein enger Freund. Ich bin mit Rolf Knie Ski gefahren in Gromontana oben. Der Rolf ist ein bäumiger Typ, ganz Freund. Und dann kommt der Beizer zu mir vom Gromontana und sagt zu mir, du Hausi, du bist ja Olympiasieger. Ich habe einen Gast bei mir, den ich kennenlernen will. Der Rolf ist gerade weg gewesen. Der Rolf hat es noch auch mitbekommen. Und auf jeden Fall hat er mich geholt. Der Restaurateur nicht gut kennt. Und wer ist im Nebenstübchen gehockt? Der Prinz Gallo von Spanien. Der mit der Freundin hatte eine Freundin gehabt, in Lausanne. Und war Studentin. Und mit der Regie gefahren, ist immer Stammgast gekommen und hat mich als Olympiasieger gesagt, einen Olympiasieger will ich kennenlernen und dürfen mit ihm anstoßen. Und weil ich ein paar Worte auch in Spanisch kann, hat er sehr Freude gehabt, dann bin ich im Spanisch gegangen. Also wirklich einmal, die Sachen habe ich viele kennengelernt. Dann bin ich heimgeflogen, letztes Jahr, von Kanarischen her, mit Iberia, über Madrid. In Madrid steige ich rein, es gibt in Madrid keine erste Klasse, nur Business. Dann bin ich da gehockt, da kommt eine Frau, 2 Frauen rein, mit meiner Reihe gehockt, mit Nummer 1 vorne gewesen, über die Business Klasse. Ich war Königin, ich war Mutterkönigin. Ich bin auf Genf geflogen, um ihre Tochter in Genf zu suchen. Business geflogen?
Ja, dazu war sie. Mhm. Ich war da, meine Frau war da und sie war da und ihre Freundin war da. Und dann hat der Stuhlwelt kennengelernt mich und hat gesagt, sie ist Olympiasieger. Dann hat sie mir ein paar Worte geredet, weil ihren Bruder ist ja von Konstantin, von Griechenland, ist ja Olympiasieger gewesen. Ja, aber die sind mir zugehackt dazu und hat sich mir abgegeben und hat gesagt, ob ich mir gefallen kann. Ja, ich wohne jetzt über 40 Jahre dort und es gefällt, also fast 40 Jahre, jawohl. Ich habe einen Haufen Leute am Sport. Ich meine, da sind Meier, da wo die Hönne sind, bin ich auf Genf gekommen. Sie sind alle in die Genf und gekommen. Ich habe sie alle gesehen. Die Günther Sachs natürlich. Habe ich sehr gut gekannt. Ich habe sie natürlich alle, ich habe natürlich einen Haufen Leute kennengelernt. Aber ich will alle einzelnen erwähnen. Aber Claudia Schiffer. Es hängt ein schönes Foto dahinter mit dir und der Claudia. Was gibt es da für eine Geschichte? Ja gut, okay. Ich meine, ich habe alle schöne Frauen um mich herum gehabt. Ich war mit Philipp, mit Filmstar gewesen. Und mit Claudia Schiffer, die haben sie mir vorgestellt in England. Ich meine, ich habe Haufen schöne Frauen, die um mich herum waren. Ich war auch jemand, gewesen, wenn er gewusst, er ist Olympiasieger, er ist Filmstar und hat eine riesige Firma im Rücken. Ich war auch niemand. Es sind natürlich so viele Leute vorgestellt worden. Ich bin auch überall eingeladen, ich bin in England eingeladen, in Paris eingeladen, ich bin überall in allen Autorennen auf der Welt gewesen. Auf allen Autorennen auf der Welt bin ich gewesen. Ich war immer an der Front gewesen, vor der Sporne. Ich habe immer Boxerkarten gehabt. Bei allen Kalami-Rennen in Südafrika, in Brasilien, im Start. Ich habe natürlich so viele Leute kennengelernt. Und alle Autorennfahrer, ich habe ein grosses Tenniszentrum gehabt in Genf. Ich habe das verkauft vor Jahren. Jackie Stewart, Patrick Tombe, der Streif, die haben alle mit mir Tennis gespielt. Ich habe sie alle kennengelernt. Ich habe natürlich so viel zu tun mit ihnen. Und ich kann einfach einmal sagen, alle Schauspieler, die mit allen drehen, mit Lee Van Cleef, mit allen Bösen auf dieser Welt, wie grösser die Stärke sie sind, wie einfacher sind sie gewesen. Ich habe 8 Tage dort gedreht, kleine Rolle, grössere Rolle in Deutschland draussen. Wie kleiner die Schauspieler sind, wichtiger haben sie zu tun. Der Stefan Kupser, das ist ein guter, kann ich sehr gut, das ist ein ganz guter Kommissar gewesen. Tut mir leid, dass ich es aufhören, aber Stefan Kupser war ein guter Kommissar. Kommen wir zum Adolf Ogi. Was verbindet dich mit ihm? Ja gut, Adolf Ogi, der war der Skichef von Sapporo. Der hat mit uns nichts zu tun gehabt. Aber eins muss man einfach sagen, er ist Bundesrat geworden und ich muss einfach daran sagen, er war ein guter Bundesrat gewesen. Wir müssen ihn dazu nicht äußern, nein. Er war ein guter Bundesrat gewesen. Also, wie gehst du um mit dem Älterwerden? Also, du bist ja geistig, bist du 20, nach wie vor. Aber jetzt, es gibt gewisse Anzeichen, wo man einfach merkt, geistig bin ich noch jung, aber jetzt der Körper wird langsam älter. Wie gehst du damit um? Es geht allen gleich. Alt werden ist nicht für Feiglinge. Man muss zu dem stehen. Und ich weiss, die Zeit ist beschränkt. Nächstes Jahr 80, die geht so nicht hinter sich. Aber man muss so sein, es gibt ja das Mitterleben, wenn man stirbt, das ist ganz klar, das gibt's. Man muss so leben auf der Welt, kann man im Frieden kann gehen. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Jahre vergönnt sind. Aber es ist einfach so. Es ist der Lebenslauf und ist auch richtig so. Du bist wie ich ein gläubiger Mensch, gehst auch immer wieder in die Kirche. Jetzt, was haltest du von Leuten, die aus der Kirche austreten? Ja gut, das muss man so sagen, das ist jedem seine eigene Sache. Es sind Haufen austreten, dass keine Kirche stürmen soll, ist ganz klar. Aber das darf man, das ist nicht an mir. Ich bin streng katholisch erzogen worden und mein Onkel war Pfarrer, katholisch älterer Onkel von mir. Wir sind so erzogen worden. Und den Glauben hat noch niemandem geschaut. Aber müssen wir streng genommen die, die aus der Kirche austreten, dann an der Weihnachten oder Ostern arbeiten gehen? Nein, das ist, das hat nichts mit dem. Weihnachten ist für alle. Ich für die Ungläubigen und für die Gläubigen, das spielt doch keine Rolle. Weihnachten sind die Viertel, wo wir gefeiert werden. Jetzt etwas ganz anderes. Was hast du lieber? Beatles oder Stones? Ja, beide sind das nicht. Also Beatles sind schon gut gewesen. Beatles ist ja meine Jugendzeit. Im 64, als ich in Holland war, bin ich die Beatles gekommen. Das ist ja wunderbar. Also Beatles ist ja viel mehr Beatles, ja. Ein bisschen mehr als zu. Ja, es tut mir nicht genau. Und Schnauze oder Bart? Ja, ist beides. Wenn es einem passt, ist jedem sein Profit. Das ist eine Sache. Ich sehe dort ein Bier. Wein oder Bier? Lieber ein schönes Bierli.
Sommer oder Winter? Beides schön. Winter ist schön, Sommer ist schön. Wenn ich eben Winter, Sommer habe in der Schweiz und den Winter nicht mehr gefällt, dann fliege ich nach China, nicht mehr Sommer. Fondue oder Raclette? Lieber Raclette. Badhose oder Skianzug? Skianzug. Du warst ja mal im 10 von 10 in der Badhose, das war ja mal eine Vision von dir. Gibt es jetzt noch irgendeinen Traum, den du noch im Kopf hast, wo du sagst, das möchte ich mir noch erfüllen? Träume haben wir immer noch, Träume, aber welche Träume ich habe, weiß ich jetzt selber nicht heute. Ich kann natürlich schon alles dürfen erleben. Und eines muss ich auch sagen, jede Sendung in der Schweiz ist bei mir schon gemacht worden. Jede Schweiz, 1 gegen 100, haben die alle gesehen, ich habe alles gewusst. Oder es geht keiner gerne dort rauf. Sie haben mich auch verwünscht zum Gehen. Sie haben mich gezwungen zum Gehen. Aber ich bin dann mit grossem, stolzem Haupt mit dem Scheck davor gelaufen. In der Menge, die in die Hose macht, Menge Prominente in der Schweiz. Die nicht gehen. Nein, wir sind nicht da. Wir sind da. Ganz berühmte Schweizer sind nicht gegangen. Aber mich haben es richtig erpresst. Und als ich aufgegangen bin, ich habe die ganze Welt gesehen. Ich weiß ja alles. Und habe jede Frage gewusst. Und die ganze Schweiz hat geschrieben, der Hurenhausi ist ein schlauer Sieg. Das bist du definitiv. Jetzt, du hast mir ganz einen Steilpass gegeben, die ganze Welt. Stichwort die ganze Welt. Würde dir jetzt zuhören? Du hättest die Aufmerksamkeit von 8 Milliarden Menschen 30 Sekunden lang auf dich. Was würde der Hausi sagen oder machen? Ich würde sagen, sind nicht miteinander. Wichtig ist, den Partner immer respektieren. Hausi, wie wird man Selfmade-Millionär? Mit einer guten Idee, mit viel Arbeiten und nicht mit den Leuten. Alleine wird man nicht Millionär. Ich habe Haufen feine Leute um mich herum im Leben, die mir geholfen haben, die für mich geschafft haben, die mir vertraut haben. Alleine kannst du nicht Millionär werden. Du brauchst deine Helfer und musst deinen Helfer auch immer eine Wertschätzung entgegenbringen und nicht sein. Und du hast schon mal gesagt, die Armen haben dich schlussendlich reich gemacht. Was bedeutet dir Geld? Natürlich ist Geld etwas Wunderschönes. Ich meine, wenn du so aufwachst, wenn ich, wo wir immer haben Ende Monat haben müssen, mit nur gegessen haben, müssen schauen, ist heute halt das Geld. Wenn du immer gehört, der Vater geschimpft hat, viel Geld braucht. Dann ist natürlich auch Geld ist eine Beruhigung. Es ist, Geld macht glücklich. Also mich hat das Geld glücklich gemacht. Aber da gibt es ja auch viel Nieder, oder? Wie geht man da mit diesen Nieder um? Also gerade in der Schweiz, bei uns, nein, wenn einer mal ein bisschen mehr verdient. Schau mal, das ist so. Der Nied ist eine Krankheit wie der Föhn. Da hat so viel Nieder rum. Wenn ich meine Nieder in Zürich unten sind, und ich möchte gerne Schauspieler, die in Zürich unten, wo alle holen, Nieder sind auf mich sind, ist ganz klar. Nein, Nieder muss man leben lassen und nicht beachten. Wenn du Erfolg hast im Leben, hast du immer Nieder. Du hast nur dann keine Nieder mehr, wenn du tot bist. Also ist es eigentlich ein positives Zeichen, wenn man Nieder hat, heisst das... Jeder Mensch, der Erfolg hat, hat Nieder. Du hast nur keine Nieder mehr, wenn es schlecht geht und nicht tot bist. Als Tod hast du keine Nieder mehr, wenn du tot bist. Den Tod hat niemand vergessen. Was ist das Wichtigste, was du in deinem Leben gelernt hast? Es braucht eine gewisse Ehrlichkeit. Man muss ehrlich sein mit den Mitmenschen. Man darf eine Notlug machen, habe ich auch gemacht. Aber nachher dem Dreibügel, dass es in der Ordnung ist. Aber wichtig ist die Ehrlichkeit und den Gegenüber schätzen. Die Leute muss man schätzen. Was gibt dir den Glauben? Der Glaube gibt den Rückhalt, dass du musst verantworten. Alles, was du falsch machst, musst du eines Tages verantworten. Das wird an mir mal gehen. Aber ich habe nicht viel falsch gemacht. Und was unterscheidet Reiche von erfolgreichen Menschen? Weil das ist ja nicht immer synonym. Klar, es hat Leute, die reich sind, die es geerbt haben. Und es hat reiche Leute, die es selber Kraft haben. Das ist der Unterschied. Was ist dein Lebensmotto? Also meins ist ohne Fleiß kein Preis. Das ist für mich auch mein Spruch. Bin gesund, das ist auch mein Spruch. Ohne Fleiß kein Preis. Bin nicht mit den Leuten. Gehe morgen zum Haus aus. Sagst du einen guten Tag und tust die Leute rühmen am Morgen früh. Wichtig ist selber, dich am Morgen und aufstehen sage, ich bin der Beste, ich sehe gut aus, die Welt gehört mir. Wie sieht bei dir ein gelungener Feierabend aus? Eine gute Fernsehsendung. Ich schaue viel Fernsehen.
Wenn ich einen guten Film kann schauen kann, Krimi kann schauen, oder wenn ich noch fahren kann, einen guten Serbensalat essen, ist auch gut. Ich esse nicht zu viel zu Abend, das geht nicht mehr weg am Abend. Aber wenn ich ein gutes Essen habe, einen guten Serbensalat oder einen guten Bauernspeck oder einen guten Mast dazu, und kann ich Fernsehen schauen, dann ist das wunderschön für mich. Gibt es jetzt irgendetwas, was noch den Zuhörerinnen und Zuschauern auch von Salis trifft, auf den Weg geben? Ich sage euch, schaut die Sendung, man kann immer etwas lernen. Und ich würde Freude haben, wenn ich ein gutes Kommentator höre. Wenn ich schaue, dann sage ich, der Hausi ist ein netter Mensch. Das möchte ich gerne hören. Und das habe ich heute auch erfahren. Hausi, herzlichen Dank, bist du bei mir in der Sendung vorbeigekommen. Es war mir eine riesige Freude. Danke vielmals, hast du dir Zeit genommen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute dann zum 80. wenn es dann so weit ist. Und alles. Erst nächstes Jahr. Also verschieben, rauszeigeln. Okay, danke.